perfekt funktionierende Modellbahnwelten wie das Miniaturwunderland in Hamburg oder das Loks in Berlin locken jährlich viele tausend Besucher an. Und es ist der Traum von Anfängern wie auch dem ambitionierten Modellbahner, seine Anlage ebenso zu steuern, wie sie es in Ausstellungen erlebt und gesehen haben. Und oft hört man dann hinterher die Worte wie, das packe ich nie oder es ist zu kompliziert. Und genau an dieser Stelle wollen wir ansetzen. In den folgenden Sendungen wollen wir Ihnen zeigen, wie das Thema Elektronik und Steuerung der Modellbahnanlage angepackt und erfolgreich umgesetzt werden kann. Unsere Sendung wendet sich nicht an die Profis unter den Modellbahnern, auch nicht an die Elektroniker, Elektrotechniker, Informatiker, sondern unsere Sendung wendet sich lediglich und ausschließlich an den Otto-Normalverbraucher, jene Modellbahner, die digital fahren und schalten wollen, ohne Elektrotechnik, Elektronik studiert haben zu müssen. Das gilt für alle weiteren Sendungen dieser Art. Und jetzt genug der Vorrede, würde ich sagen, lieber Wolfgang, packen wir es an. Willkommen zum ersten Teil Computersteuerung für Modellbahnen. Modellbahnanlagen, egal welcher Spurweite, handeln im Grunde genommen alle fünf Themen ab. Der eine legt den Schwerpunkt mehr auf das eine, der andere mehr auf das andere, aber im Grunde genommen sind und bleiben es immer fünf Themen. Die da wären Fahrstraßenbeschaltung, gebremstes Halten, denn wer digital fährt, möchte ja nicht wie im Analogfall abrupt vor einem roten Signal halten, sondern gebremst, also das gebremste Halten. Des Weiteren die Pendelzugsteuerung, die Schattenbahnhofsteuerung und zu guter Letzt brauchen wir natürlich an jeder Modelleisenbahnanlage auch ein Stellwerk. Wir haben für Sie zu diesen einzelnen fünf Themen jeweils einen kleinen Filmclip vorbereitet und die wollen wir uns nun mal anschauen. Eine Fahrstraße ist die Summe von Schaltvorgängen mehrerer Weichen und Signale, die einen Zug veranlassen, einen bestimmten Weg durch ein Gleisfeld zu nehmen. Im konventionellen Betrieb erfolgt die Ansteuerung der elektrischen Weichenantriebe mittels Drucktaster, welche einen Stromimpuls erzeugen und die gleichzeitig die Versorgungsspannung des Antriebes bilden, wie hier zum Beispiel sehr komfortabel und übersichtlich an einem Gleisbildstellwerk. Man wählt das gewünschte Zielgleis mittels Drucktasten an, stellt alle relevanten Weichen und die entsprechenden Signale. Leuchtdioden können das angewählte Gleis am Stelltisch anzeigen. Soweit zur konventionellen Bildung von Fahrstraßen. Weit komfortabler ist da die digitale Lösung. Hier im Bild eine ältere Lösung von Rocco, der Route Control. Mit entsprechender Programmierung war hier eine komplette Fahrstraßenschaltung möglich. Die digitale Lösung reduziert den Verdrahtungsaufwand enorm, da alle Elemente durch den gleichen zwei- oder vieradrigen Bus gesteuert werden. Weichen und Signale müssen über einen Decoder ansteuerbar sein, der ähnlich wie die Schienenfahrzeuge durch eine Adresse identifiziert wird. Zur digitalen Ansteuerung der Anlage durch einen Computer, was wir in einer späteren Folge behandeln werden, benötigen wir in jedem Falle eine Digitalzentrale, wie zum Beispiel die Z21 von Rocco, die als Interface genutzt und angesteuert werden kann. Ein typisches Szenario auf einer Modellbahnanlage im Analogfahrbetrieb. Eine Lok muss vor einem Halt zeigenden Signal, zum Beispiel im Bahnhof, selbsttätig halten. Dazu muss man ein Stück des Gleises vor dem Signal stromlos schalten. Das aber führt zu absolut unnatürlichen Notbremsungen. Beim Anfahren geht es dann genau andersherum. Der Zug beschleunigt aus dem Stand innerhalb einer kurzen Wegstrecke wieder auf Höchstgeschwindigkeit. Mit Umstellen der Anlage auf den Digitalbetrieb gehören solche Szenarien der Vergangenheit an. Mit Hilfe von Bremsgeneratoren kann der Bremsweg
vor einem Halt zeigenden Signal oder Bahnhofshalt vorbildgerecht erfolgen. Grund: Die Fahrspannung bleibt erhalten, es wird lediglich der Fahrbefehl der Lok auf Null gesetzt. Ein automatischer Pendelbetrieb zwischen einer Haupt- und Nebenstrecke belebt jede Modellbahnanlage. Erreicht der Zug seinen Haltebereich, wird er nach der eingestellten Wartezeit in entgegengesetzter Richtung wieder auf die Reise geschickt. Fährt der Zug in die Trennstrecke ein, hält der Zug entsprechend der eingestellten Zeit und fährt dann wieder zum anderen Streckenende zurück. Die für den Fahrtrichtungswechsel erforderliche Umpolung erfolgt automatisch. Die Modellbahnindustrie bietet für die Pendelzugsteuerung maßgeschneiderte Lösungen für Analog- oder auch Digitalbetrieb an. Auch für die Pendelzugsteuerung gibt es Softwarelösungen, die mit Hilfe eines PC umgesetzt werden können. Ein Schattenbahnhof ist ein nicht sichtbarer Teil einer Modellbahnanlage. Er besteht aus einer Gruppe von Abstellgleisen für komplette Züge, die sich unter oder auch hinter der eigentlichen Landschaftsebene der Anlage befinden. Schattenbahnhöfe können auf analog wie auch auf digital gesteuerten Anlagen mit Hardwarekomponenten betrieben und gesteuert werden. Auch in diesem Fall bietet die Industrie dem Modellbahner komfortable Lösungen an. Für die Überwachung und Steuerung kann auch ein PC mit einer Softwarelösung eingesetzt werden. Diese Lösung wird Gegenstand in einer der nächsten Sendungen sein. Bei mehreren auf der Anlage befindlichen Triebfahrzeugen muss man die Anlage in verschiedene elektrisch getrennte Blöcke aufteilen. Bei größeren Anlagen ist ein Gleisbildstellpult sehr hilfreich, um die Übersicht nicht zu verlieren. Die Steuerung erfolgt manuell. Die Fahrstraßen werden per Hand Schritt für Schritt freigeschalten. Erst dann ist der Zugbetrieb möglich. Fahren kann immer nur ein Zug. Weitaus komfortabler ist da der Digitalbetrieb. Das Prinzip ist wie eben gesagt dasselbe, nur mit einem Unterschied. Auf einer digital gesteuerten Anlage ist durch den Einsatz verschiedener Hardwarekomponenten ein weitgehend automatisierter, vorbildgerechter Betrieb mithilfe eines Gleisbildstellpult als Stellwerk möglich. Das hohe C der Stellwerksteuerung ist allerdings die Softwarelösung. Auch diese Lösung wird in der Rubrik PC-Steuerung ausführlich behandelt werden. So, lieber Wolfgang, nun haben wir ja nun die ganze komplette Palette angesprochen, die wir Schritt für Schritt abarbeiten und lösen wollen. Aber ich sage immer, grau ist alle Theorie, packen wir es an. Für die vorhin genannten 5 Themen einer Modellbahnanlage gibt es im Grunde genommen 2 Lösungswege. Der eine wäre der traditionell bekannte Weg, nämlich die Hardwarelösung. Und es gibt natürlich auch noch einen neuen Weg. Ganz klar, was es sein muss und sein kann, die Softwarelösung. Und diese Softwarelösung, die wollen wir im zweiten Teil der Sendung behandeln. Die Hardwarelösung, die überlassen wir noch mal einer späteren Sendung.